Ja, aber der zockt nur PvP. Ja, alles. Hauptsache, sie kommt hin. Ja. Er ist so der Ruhige, verstehst? Der spielt PvE und sie macht PvP. Genau. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das gefällt mir gut. Das kostet 15 Euro, glaube ich, gell? Ich konnte ja nicht mehr nachschauen, weil ich bereit bin. Da steckt kein Preis mehr da. Ich glaube, 15 Euro kostet das. Aber das ist wert. Ja. Die Karte selber macht unwahrscheinlich Spaß. Also mir gefällt die gut. Du kannst da Felder vergrößern, du kannst Felder zusammenlegen. Super. Du kannst die richtig austoben. Ah, du kannst Mega-Felder machen.
Tumani ist auch Destiny-Spieler. Ganz genau. Ja. Ja, das habe ich da aber auch schon mal gesagt, wie man das. Ja, das ist. Der wäre da komplett. COD wäre nichts da. Ja. Wäre auch da. Ist schon etwas da, so ist es nicht, aber ja, mit Sicherheit. Ich schätze, dass das preiswerter kommt in dem Moment, wo sag mal's, wo das neue DLC kommt. Traue mir wetten, dass da nochmal das Spiel billiger machen. Der ist halt schon blutig klar, der Niva, gell? Mit 3000 Liter ist schon blutig wenig. Und 3 Meter Arbeitsbreiten. Da hängst du schon lang dran. Aber das ziehe ich jetzt durch. Es kommt kein anderer Mähdrescher her.
Ja. Es war auf der Erde, es war auf dem Mond einer, es waren zwei auf der Venus und einer auf dem Mars. So war das. Das wäre alles machbar. Könnte man sich schön ein. Nichts passiert. Ich bin noch wach. Ja, und? Genau. Kennst du heute aus?